Der Palettenpool auf der Adventure Southside. Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Heute hier vom allerersten Workshop auf der Messe Adventure Southside 2018. Der findet nämlich schon vor der Messe statt. Und zwar die Messe kommt am Freitag. Da könnt ihr alle sehr gespannt drauf sein. Und heute haben wir Mittwoch. Wir bauen schon mal für die heiße Aufbautage, die jetzt kommen, wäre ein Palettenpool auf. Da könnt ihr kurz zuschauen, wie wir das gemacht haben. Im Grunde ist es relativ einfach. Ihr braucht eine Anzahl Palette, je nach Poolgröße könnt ihr euch das ausrechnen. Wir haben uns hier beim Durchmesser von etwas mehr als 3 Meter für 8 Palette entschieden. Das gibt ein schönes Achteck, das kann man gut handeln von der Größe her und bietet genug Platz, dass da dann auch ein paar Erwachsene und Kinder dann auch reinpassen. Wichtig ist, dass der Boden einigermaßen eben ist und keine allzu scharfe Stelle aufweist. Wir haben dann, nachdem wir die Palette aufgestellt haben, zuerst mal den Boden ausgelegt mit Malervlies. Da kann man auch alte Decke oder weiß Gott was nehmen, wenn man hat, entsprechend. Auch bei der Palette sollte man gucken, dass nicht allzu viele Nägel vorstehen, die kann man noch einklopfen oder ziehen. Die würde ich auch mit Decke abhängen, in unserem Fall eben auch der Malervlies. Das ist ein sehr einfaches, dankbares Material, um das hier für so einen Messeworkshop dann auch gut handelbar zu machen. Wir haben auch die Kante oben nochmal abgelegt mit Malervlies, dass beim Reinsteigen über die Kante auch da die Folie nachher geschont wird. Und als nächstes kann dann schon die Teichfolie rein. Zu Hause haben wir einen Palettenpool, das seht ihr im alten Video von uns, einfach mit einer Baufolie gebaut. Die hat dann auch ein Jahr lang durchgehalten. Die Teichfolie ist etwas robuster hier für den Outdoor- und Abenteuereinsatz. Haben wir gedacht, das macht das Ganze etwas stabiler, dass uns nachher nicht die ganze Soße über den Platz läuft, wenn dann doch die Folie zerschlissen wäre. Also von daher hoffen wir, dass die gut und stabil hält. Selber muss man gegen den Druck nach außen hin sichern. Das reicht nicht einfach, sie zusammenzuspaxen oder zusammenzubinden.
Wir haben an der Fußseite und an der Kopfseite der Palette jeweils einen Spanngurt außenrum. Und damit steht der Pool dann auch schon. Jetzt braucht es nur lange, lange Zeit, bis mit dem geringen Wasserdruck hier der Pool voll ist. Ja, ihr seht, es ist in einer Stunde, anderthalb, ist so ein Palettepool gebaut. Ich denke, einen Tag braucht es, bis er einigermaßen voll ist, dass man dann planschen kann. Und bis dahin sage ich Dankeschön, euer Ralf von Jodeland.